Mike Büker, wahrscheinlich der bekannteste oder einer der bekanntesten Karpfenangler Europas. Sag ich nie gesagt. Sag ich jetzt. Okay. Ich behaupte, ja, danke schön. Ich freue mich da ja auch. Ja. Das ehrt einen ja auch ein bisschen. Es aber ist so. Und okay, ich möchte die Gelegenheit beim Schopfe ergreifen. Mehr als 20 Jahre Karpfenangel, Mike. Ja. Was hat sich für dich auch emotional verändert? Das ist ja keine kurze Zeit. Das ist ja auch ein großer Teil deines Lebens. Was hat sich für dich verändert in dieser Zeit? Von damals, wie ihr begonnen habt. Ja, also Fischen ist ja mein Leben oder Jagen. Ich habe ja diesen unheimlich ausgeprägten Jagdinstinkt und gehe auch mit meinem kleinen Sohn hier auch wirklich auf Yacht. Wir haben Kaninchen gefangen und sowas in dieser Tour. Es müssen ja nicht immer Karpfen sein. Allerdings kann ich das besonders gut. Und Stefan Seuss hat mal gesagt, ich denke mittlerweile wie ein Wels. Und es ist ja viel Routine auch. Und ich habe mir nie Sachen notiert, wann ich die Fische gefangen habe, wie. Aber ich habe viele Situationen in diesem Trip erlebt, wo einfach der Wind gedreht hat und die Luft riecht irgendwie so, wie ich es schon einmal gerochen habe vor vielen, vielen Jahren. Und erinnere mich und denke mir, du hast die dann ganz tief, zum Beispiel einfach nur mal so daher. Und man ändert seine Angelei und auf einmal läuft es wieder. Und also es ist immer professioneller geworden, höher, schneller, weiter. Mhm. Wir haben unsere letzte Filmproduktion, Wahlkampfbüffel, zweite Teil kommt bald im November. War das, ich hätte mir nie vorstellen können, als kleiner Junge in meinen kühnsten Träumen so etwas mal, so eine Produktion zu machen. Und ist auch der Druck gestiegen bei dir? Nein. Natürlich. Also du bist jetzt bei Nein, Fox, hast du eine Firma mit Marc Bergmann. Ja, das stimmt, aber der Druck würde steigen, wenn ich genau das, was Marc, und das spielt ja so toll zusammen bei uns. Marc ist halt ein Businessmensch, der weiß genau, was er tut und der kann mit Zahlen umgehen und ich kann schon noch viel fischen gehen und das ist auch mein Job. Wir haben ja einen richtigen Vertrag gemacht, wo drin steht, dass mein Job halt auch wirklich ist, diese Dinger zu fangen. Das wollte ich hören. Ja. Weil wir brauchen auch einen authentischen Büker, ne? Also ich glaube, ich könnte nicht 10 Stunden am Tag im Büro sitzen und diese Firma führen. Ja. Aber dafür kann ich andere Sachen und kann die natürlich jetzt voll ausleben. Allerdings, du hast eben die Frage gestellt, was hat sich verändert in der Angelei? Auch ein Mike ist mal satt. Und ich habe in dieser Tour viele Phasen gehabt, ihr werdet das lesen, wo ich einfach auch so weit war, dass Angeln gleichgültig wurde und das ich erst Tage brauchte, um diese Power wieder zu kriegen, um überhaupt sowas zu machen. Ich verstehe das. Also es hat sich schon, aber ein Druck, nein. Okay, super. Ja, viele Leute wissen das, glaube ich, auch nicht. Carp Killers, jetzt natürlich ein allgegenwärtiger Begriff, vor allem in der deutschsprachigen Szene. Aber wie ist denn das entstanden? Vor wie vielen Jahren war das? Carp Killers, der Verein, oder war der eine Ich werde jetzt 40. Ich war 15, dann sind das ja jetzt 25 Jahre. 26 Jahre. Ich weiß noch, ich hatte den Mofa-Führerschein noch nicht, also 14, wo wir die ersten Cobra-Boilie-Sticks, die gab es dann von Cobra, die Firma gibt es nicht mehr, und dann immer füttern gefahren sind mit dem Fahrrad und mit der Mofa. Und so fing alles an. Und damals haben wir uns die Coolmans Carp Killers, ich habe das schon mal in einem Interview, glaube ich, erzählt, aber das hat ja vielleicht nicht jeder gesehen. Und wir waren heiß, wir waren wild, wir waren... Und wir wollten auch immer so ein bisschen die Punks sein, der Angelszene damals schon. Und aus Coolmans Carp Killers ist irgendwann Carp Killers geworden. Und die Engländer haben mal zu mir gesagt, dass das ziemlich provokant ist. Und es gab eine Phase, wo ich gedacht habe, Mensch Mike, du willst doch von dem Namen ein bisschen weg. Das ist alles viel, viel familiärer geworden. Meine Geschwister gehen mit Angeln, mit Kindern und die Killers, das ist so ein bisschen... Aber der Name ist halt, das ist der Ursprung. Und aber ich glaube, man kann das ja auch so argumentieren, ein Ladykiller bringt ja die Frauen auch nicht um. Nein, so sieht es nämlich aus. Ja. Also kann man sagen, das kann ich ganz so treffend sagen. Das könnte ich vielleicht mal das nächste Mal übernehmen. Ja, das stimmt.